Lilo, heute mal wieder ein kleines Python-Demo, aber nicht bei mir geschrieben. Ich habe da nämlich was gefunden im Internet. Und zwar unter dieser URL, die hänge ich euch an, ein schönes Python-Skript. Und damit kann man halt seine Webcam auf dem Bildschirm bringen. Webcam Viewer heißt dieses Python-Skript. Das Schöne ist, das funktioniert einfach so, ne? Ich muss jetzt nicht angeben, wie heißt meine Webcam und auf welchem USB-Port hängt die oder wie auch immer. Und da habe ich mich gefragt, wie geht denn das überhaupt? Ne? Wie geht denn dessen? Wie geht denn das? Stopp. Quit. Und zwar ist das ein Python-Skript und dieses Python-Skript hat einige interessante Abschnitte gehabt. Die habe ich mir so durchgelesen. Der erste Teil ist noch ganz einfach. Auch wenn es kompliziert aussieht, da geht es nur darum, dass man ein bestimmtes Fenster erzeugt, das eine bestimmte Größe hat und da gibt es eine sogenannte Drawing Area. Da erscheint dann das Webcam-Bild. Da gibt es noch Buttons mit Start drauf und wenn die geklickt werden, werden bestimmte Ereignisse ausgelöst, die dann weiter unten definiert sind. Alles noch im grünen Bereich. Und einen zweiten Button gibt's, der heißt Quit und dann macht er Exit. Aber dann das hier. Da dachte ich, ja, was wollen mir diese Worte sagen? Self-Player gleich, GST, Parse, Unterstrich, Launch, V4L2, SRC, Ausrufezeichen, Auto, Video, Sync. Ja, dachte ich mir, das habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Deshalb habe ich gedacht, analysiere ich das mal, ne? Habe ich mal so analysiert. Und das mache ich jetzt mal ganz allgemein, ne? Was ich mir mit meinem Viewer meint. Das könntet ihr damit theoretisch dann auch unter anderem Programmiersprachen machen. Also wenn ihr euch dieses Python-Skript durchliest und ihr kommt damit nicht klar, solltet ihr dann hiermit dann besser klarkommen. Was macht das Ding? Es gibt eine Init-Routine, ne? Die macht ein Fenster, das haben wir ja gesehen. Und zwar gibt es ja erstmal eine vertikale Box, ne? Das ist erstmal der obere Teil und da gibt es diese Drawing Area, das ist der Teil, wo hinter das Webcam-Bild erscheinen soll. Wunderbar, das ist erstmal leer, ne? Nix drin. Vertikale Box. Dann gibt es noch eine horizontale Box, das war unten, wo diese Start- bzw. Stopp-Knöpfe drin waren und der Quit-Knopf. So, bevor ich da jetzt weiter darauf eingehe, in dieser Init-Routine wird auch noch GStreamer initialisiert. GStreamer, das ist das Ding, was tatsächlich dann hinterher mal drauf zugreift, ne? Auf unser Webcam. Das ist ein Rahmennetzwerk. GStreamer stellt uns dann eigentlich einfache Dinge zur Verfügung, damit wir uns eigentlich gar nicht so einen Kopf machen müssen, wie man zum Beispiel auf einem Webcam-Bild zugreift. Mit Parse-Launch, das haben wir ja gesehen, da war ich ja am Verzweifeln, wird eine sogenannte Pipeline erzeugt. Eine Pipeline von zwei Elementen, den beiden hier. Das war dieses V4L2 SRC. Das liest Rahmen, also Frames, from a video for Linux to Device, also Frames, also beziehungsweise die Bilder, ne? Liest die Bilder von meiner Webcam. Und jetzt fragt ihr euch, da hast du ja überhaupt nichts eingestellt von wegen USB und welche Webcam und wie auch immer und welcher Treiber. Braucht man nicht. Wunderbar. Dieses Ding ist ein Element. Das ist ein Element. Und Pipeline pipet den Output. Deshalb heißt das Ding am Ende SRC, ne? Das kriegt so einen Puffer. In diesen Puffer schreibt es da so rein, was es so an Bildern so hat. Da gibt es einen Output. Ne? An dem Ding gibt es einen Output. Und da gibt es ein zweites Ding. Das heißt Auto Video Sync. Das war ja mit diesem Ausrufezeichen getrennt, von dem die beiden bilden die Pipeline. Erst kommt der hier und dann pipet der zu dem da. Er sagt automatically detect video sync. Sync ist hier der Input. Dieser Output von diesem V4L2 SRC, dieser Output, also der Puffer, wo die Bilder reingeschrieben werden, ist gleichzeitig dann der Input für den Auto Video Sync. Und die beiden miteinander verkoppelt machen dann, dass meine Webcam die Bilder lesen kann und dass die irgendwo in so einem Puffer landen. Und wie greife ich darauf zu? Das sind zwei Elemente, die das Webcam-Bild holen und dabei Messages über das Bus-System erzeugen. Das habe ich jetzt mal so geschrieben. Der GStreamer hat noch ein Bus-System. Ja, ein Bus-System.
Die beiden hier, ne, wenn die so am Arbeiten sind, der eine, der liest da so und der andere holt da aus dem Puffer und wunderbar, dann produzieren die Mitteilungen dabei. Zum Beispiel End of Stream. Ja. End of Stream wäre, Webcam ist jetzt ausgeschaltet. Ja, wenn diese Message kommt, dann macht das Programm. Über das Bussystem kommt die Message End of Stream. Ich habe die Webcam ausgeschaltet. State 0, also GStreamer als State 0. Gibt man GStreamer den State 0, dann wird's dunkel. Ne? Da ist nichts mehr. Gut, kommt die Message, Message Error, dann ist irgendein Problem aufgetreten, gibt man einen Fehler aus im Terminal, State 0 wieder dunkel. Idealfall wäre natürlich, es tritt kein End of Stream auf, kein Fehler, dann passiert Folgendes. Kommt über das GStreamer Bussystem die Message Sync Message Element, ne? Das sind ja Elemente. Und die synchronisieren, ne? Die synken da so vor sich hin. Und diese Struktur dieser Message hat einen Namen. Ja, die hat einen Namen. Diese Message, ne, ja, eine Struktur, das ist so ein Objekt, ne, die hat Eigenschaften, diese Mitteilung, hat eine Struktur und unter anderem Namen. Und wenn die keinen Namen hat, dann ist irgendwas wieder falsch und fehlerhaft, dann machen wir wieder nichts. Hat die aber idealerweise den Namen Prepare X-Window ID. Dann heißt das für uns, die beiden da, ne, die da so vor sich hin pipelinen und das Videobild erzeugen, die wollen jetzt wissen, ja, wohin damit, ne? Ja, ich habe da so einen Puffer und wunderbar. Aber wohin damit, ne? Ich brauche eine X-Window-ID, eine Fenster-ID, ne? Ja, so eine Zahl halt, ne? Jedes Fenster hat eine Zahl. Und wenn diese Mitteilung kommt, dann setze ich die ID und übergebe die ID von dem Feld, ne, wo halt das Webcam-Bild erscheinen soll. In dem Fall die vertikale Box Drawing Area. Und schon erscheint das Webcam-Bild. Und so funktioniert das Ding. Das ist höchst interessant. Ne? Also wirklich einfach nur so eine Pipeline. Wunderbar. Um nichts kümmern. Ne? Das ist wie, wenn man Pfiffi einen Stock wirft. Ja, da muss man auch nicht sagen, Pfiffi, denk dran, der Stock, der ist rot. Und lauf 50 Meter geradeaus. Und dann, wenn du den Stock siehst, beiße. Nein, man sagt einfach, Pfiffi, hol den Stock. Und dann holt der den Stock. So ist das ungefähr. Ne? Gut. Hier kommt über GStreamer, über Bus dann die Sync-Message vom Element, von diesen Elementen, mit der richtigen Struktur, mit dem Namen, der nicht nichts ist. Und dieser Name dieser Struktur ist Prepare X-Window-ID. Dann kann man diese ID übergeben. Und zwar von der Drawing Area, in dem Fall von meinem Fenster, das sich erzeugt hat. Das haben die hier in Python geschrieben. Gut, dann gibt es wie gesagt die horizontale Box in dem Fenster, da gibt es den Start-Stopp-Knopf. Diese Pipeline, die ich hier erzeugt habe in der Init-Routine, Parse-Launch, Pipeline erzeugen, die muss ich irgendwann mal starten. Ne? Das ist erstmal Feierabend, da ist erstmal nichts. State Playing übergebe ich an den G-Streamer. State Playing. Dann läuft die Pipeline, ne, produziert ihre Messages und die kommen dann über den Bus und dann geht das los. Ne, wunderbar, übergebe, boink, schon erscheint das Bild. Stoppe ich das Ding, übergebe ich an GStreamer den State 0, genauso als wenn vielleicht ein Fehler auftritt. Dann ist wieder dunkel. Ne, gut. Oder die horizontale Box hat auch einen Quit-Button, Fenster schließen, Feierabend. Das läuft dann über GTK Main, ne, also über diese Fensterer-Erzeugungsgeschichte. Wie gesagt, wenn ihr das unabhängig von der Programmiersprache schreiben wollt, könnt ihr das anders schreiben. Also diese kleine Struktur, die ich euch mal aufgemalt habe, wird euch sehr helfen, das Programm zu analysieren. Guckt es euch mal durch. Ich fand es unheimlich interessant. Da gibt es natürlich dann diverse Unterprogramme und Unterprogrammchen. Hier oben werden erstmal gewisse Strukturen importiert. Das obere könnt ihr übrigens vergessen, das braucht ihr nicht. PyGTK, GTK, GIMP Toolkit, ne, das braucht man nur für die Fenster zu erzeugen. GST, ne, GStreamer. GStreamer brauchen wir halt für diesen Datenstrom,
für die beiden, ne, Pfiffi-Holstöckchen. Und dann geht das Programm hier weiter. GTK Main wird aufgerufen. Blöder Name. Ja, weil es so ähnlich ist wie der. Ne? Das hat der halt zufällig so genannt. Die Klasse hat der GTK Main genannt. Die hätte er vielleicht Hildegard nennen sollen. Nur nicht GTK Main. Ne? Wegen der Verwechslungsgefahr. Gut, die GTK Main initialisiert halt das Fenster und diese ganze Prozessgeschichte, wo die Pipeline initialisiert wird. Das hier sorgt dafür, dass das Fenster überhaupt erscheint und dass auf Klicks auf die Button reagiert wird. Und wenn ich das Fenster schließe, dann Feierabend ist. Ne? Das macht das Ding. Hier vorne in der Init-Routine wird erstmal das Fenster erzeugt. Das ist auf dem obersten Level ganz oben. Heißt, Webcam Viewer ist so groß. Und wenn man wieder auf Schließen klickt, dann ist halt Quit. Ne? Dann wird halt dieses GTK GIMP Toolkit, diese Main, die ganz unten steht, beendet. Ne? Und dann wird das Fenster geschlossen, fertig. Ne? Gut, dann geht's weiter. Dann werden die ganzen vertikalen Boxen, ja, die Drawing Area enthalten, wo das Webcam Bild erscheint, erzeugt. Dann wird die horizontale Box erzeugt. Da sind auch noch ein paar Label drin als Trenner, damit es schöner aussieht. Ja, dann werden die Ereignisse verknüpft. Self, Start, Stop. Da gibt es dann Unterprogramme. Self, Start, Stop findet ihr hier. Dev sind die Unterfunktionen. Und da seht ihr auch das, was ich in meiner kleinen Übersicht geschrieben habe. State Playing oder State 0. Na, hier wird die Pipeline quasi gestartet. Und hiermit wird sie dann beendet, dann wird's dunkel. Exit GTK Main Quit hat wieder was mit dem Fenstermanager zu tun. GIMP Toolkit, das ist das gleiche. Als wenn ich die Message übergebe, macht das Fenster zu. Ja, das hat nur was mit dem Fenster zu tun. Überall wo GTK vorsteht, das hat eigentlich mit dem GIMP Toolkit, also Fenstermanager, einer Bibliothek von C-Programmen, die dann halt zur Fenstererzeugung dienen, zu tun. OnMessage dient dem Bussystem dann halt hier zum Beispiel End of Stream oder es ist ein Problem aufgetreten, ich weiß nicht, was los ist. Ne? Hier meine Webcam ist ausgeschaltet oder ich habe ein anderes Problem. Dann wird auch der G-Streamer auf State 0, Fenster dunkel. OnSync Message wäre dann, es kommt jetzt irgendeine Mitteilung rein und wenn die von der Struktur nix ist, dann mach nix. Und wenn die Struktur den richtigen Namen hat, prepare xWindowID, dann setze erstmal die Eigenschaft Aspect Ratio, das heißt, mach das Fenster groß und setze die WindowID auf den Movie Window, Window XID, das ist quasi hier oben, Movie Window, die Drawing Area. Gut. Hier könnt ihr unter gstreamer freedesktop.org da mal nachschauen. Zum Beispiel dieses Video vor Linux 2. Habe ich erstmal nachgeschaut, was das für eine kryptische Bedeutung hat. Ne? Könnt ihr dann alles mal nachlesen. Oder was sind das für Pipelines, findet ihr unter der URL. Ne? Da gibt es immer diese Elemente, noch ein Element und noch ein Element. Die kann man so verkoppeln. Wir hatten ja zwei. Das eine hatte eine Source, das war diese Video vor Linux Gedöns. Ne? Das hatte diesen Puffer und das hat er übergeben an den Sync, also den Eingang von dem anderen Ding. Ne? Der automatisch halt die Videos dann mit anzeigt. Gut, das war der Auto-Video-Sync und der Video-Source. Gut, das sind die Elemente, die das Webcam-Bild holen und dabei Messages über das Bussystem erzeugen. Bussystem, G-Streamer. Finde ich gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.